Hallihallo, ihr Lieben da draußen. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen heute hier bei LS22 Family. Ich bin wieder mit dem lieben Mike aka Jan unterwegs. Moin, moin. Guten Abend oder Mittag, je nachdem. Jo, so, ich bin jetzt fertig, also ich habe jetzt das letzte bisschen hier geschwadet und jetzt fahre ich mal mit dem Ding hier vor, guck mal, ob alle Zinken noch dran sind und ob alles in Ordnung ist und dann, denke ich mal, müsste Mike abholen kommen. Bist du schon unterwegs, Mike? Mhm. Sehr gut, dann muss ich mal gucken, wo ich mich jetzt hinstelle. Na warte mal, lass mal kurz gucken, ob hier alles passt, alles soweit. Jawohl. So. Made of Orleans ist Made of Orleans ist von OMD. Ja. Das ist OMD tatsächlich. So. Von welcher Seite kommst denn du jetzt eigentlich ungefähr? Von der 100, von der 109 oben, hä? So oder nicht? Irgendwie so, ja. Ja, alles klar. Gut. Dann fahren wir hier wieder zurück, so wie wir gekommen sind. Aber ich parke jetzt erstmal den Traktor hier ab. Ich muss jetzt mal hier kurz mal ein Stück mal hier um die Ecke laufen, weil das ist hochinteressant. Da ist kein Weg. So, meine Lieben, schlendern wir hier mal ein bisschen durchs Unterholz. Ey, guckt euch das mal an. Das ist doch eine. Also, Mike, das ist eine herrliche Gegend hier oben. Wollen wir die Wiese kaufen und unseren Hof hier oben hinbauen? Könnten wir tatsächlich machen. Nee, das Gottes Willen. Ach, dort kommt er schon. Alles klar. Sammelst du schon auf? Yep. Wow. Bleib mal kurz stehen. Das müssen wir mal angucken. Ich muss mal kurz ein Foto machen. Foto. Ein schönes Gerät. Ja, lässt sich auch. Die kannst du doch auch aufklappen hier, hä? Bestimmt. Bestimmt irgendwie, ja. Schönes Gerät, muss man sagen. Sollen wir. Sag mal, sollen wir die Dinger auch dann einfahren, die Ballen? Hatte mir jetzt nichts gesagt. Ah, okay. Weil, also, wir können ja mal so nett sein und die irgendwie auf eine Seite oder sowas machen. Mhm. Also irgendwo kompakt. Dann steige mal aus hier, ich will mir das Ding mal genau angucken. So. Hat das eine Vorpresskammer? Nein. Das hat sie nicht. Nein. Aber die presst trotzdem ziemlich schnell, oder? Bist du ja. Was war das mit 15 km/h? Ja, das ist natürlich der Hammer, ne? Mhm. Aber die sieht auch noch sehr neu aus, kann das sein? Ja. Hast du dich das jetzt erst gekauft, oder was? Ungefähr. Was ist denn das für ein Typ? Warum das? Keine Ahnung, du fuckst Dinge. Ist ja krass. Joa. Und da kannst du verschieden große Ballen machen, hä, wahrscheinlich? Nö. Ach nicht? Nö. Ja, ich bin im Funk. Okay, okay, okay. Krass, krass, krass. Jetzt gucken wir uns das mal an, wie das hier wickelt.
Ja, aber warte mal, klar hat es eine Vorpresskammer. Du kannst ja jetzt weiter aufsammeln. Ja, jetzt, aber ich kann nicht während der Raut fährt weiter fort. Ach so. Ja, ja, alles klar. Verstehe. You know? Ja, ja, ich verstehe. So, und nu, wie wollen wir das jetzt machen? Die Frage. Ruf halt mal schnell einen Händler an, vielleicht hat der irgendwas. Meinst du? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Dann mal gucken. Naja. Der hat schon sowas. Ansonsten, wie gesagt, der hat nichts gesagt. Also so, dementsprechend würde ich das dann einfach liegen lassen. Ja, dann lass muss liegen. Lauf, dann lass muss liegen, dann ist das halt so. Also, Mai, so. Kann ja sein, der sagt hier, das, was ihr kaufen wollt, das holt er euch und alles andere macht jemand anders weg oder so, keine Ahnung. Genau, alles andere exportiert er oder sowas, keine Ahnung. Ja, kann ja ist auch sein. Ist richtig. Genau. Oh, hier sind so schöne Felder, das gibt's ja gar nicht. Ja, wie schaut's mit unseren Kühen aus? Ja, da guck ich jetzt gleich hin. Wir müssen einmal in produktionstechnisch gucken, ne? Was wieder angelaufen oder zusammengelaufen ist. Ich kümmere mich mal drum. Jo, mach das mal. Ich werde einmal oben die Produktion hier Futter gucken. Mischfutter. Mhm. Fischmutterration. Jetzt ist halt die Frage, wollen wir unser Silo abdecken, nachdem wir unsere kleine Wiese ja auch noch damit mit der Presse machen? Na, ich weiß nicht, wie weit sind die anderen Wiesen? So viel ist noch nicht drin, oder? In dem Vorsilo? Ich guck dann gleich mal, wie viel drin ist. Ich fahr mal an den Hof, ich guck mal, wie viel drin ist. Guck mal. Und dann guck ich mal nach den Wiesen, wie die aussehen. Weil die müssten da bald wieder reif sein, oder? Meinst du? Weiß nicht. Hatten wir die eigentlich gedüngt? Ich hatte gedüngt. Sehr gut. So, auf der Forschung mal zur großen Wiese, da bin ich sowieso gerade gleich. Guck mal, wie weit die ist, wie die aussieht. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern sie gemulcht werden muss. Ja, da können wir mal gucken. Schauen wir mal. Hier wächst Gras auf der Straße, das ist ja auch geil. Ja, das ist halt wieder die. So. Gepflügt müsste sie werden mal. Müssten sie eigentlich mal umbrechen. Ja, die Frage ist, ob sich das lohnt überhaupt. Ja, das ist die Frage, das stimmt. Aber sie ist auch noch nicht ausgewachsen, also ich würde es noch nicht mähen. Mhm. So, da gucke ich drüben mal am Hof die an. Mhm. Und dann würde ich mal gucken, wie es den Tierchen geht. Und dann würde ich mal gucken, wie es in der Produktion überall aussieht. Mhm. Und dann gucke ich jetzt gleich mal schnell, wie viel wir Gras schon drin haben im Silo. Mhm. Weißt du? So, du kommst dann sozusagen mit der Presse hier runtergefahren? Jo.
Vielleicht können wir die dem irgendwann mal abkaufen. Stimmt. Aber ich weiß es nicht. Hat der TÜV inzwischen eine Dingstelle gebraucht worden? Ach so, nee, siehste. Der hat noch keine Zeit gefunden, tatsächlich. Die haben es aber auf dem Plan stehen. Also wir sind dann wahrscheinlich den nächsten bald. Mhm. So, hier am Hof die. Du aber am Hof die, die hast aber nicht gedüngt, ne? Nö. Die hat der an Nathalie das letztes Mal gemacht. Ja, ne, die können wir mal noch düngen. So, im Silo ist drin. Ja, da ist noch nicht viel drin, 140.000. Da würde ich schon mal noch in Schnitt abwarten von allen Beeten. Mhm. Dings, weißt du? Ich glaube, das wäre am sinnvollsten. So, dann gucken wir mal bei der Viecher. Bei den Tierchen, wie es da aussieht. Das sieht gut aus. Milch haben wir 8.550 drin. Da kann ich gleich mal in die Produktion gucken. Produktions-App. So. Käse produziert. Oh, der Werner hat gerade geschrieben, dass es eine große Nachfrage an dem Getreidesilo gibt. Getreidesilo, okay. Ja. Sojabohnen. Na, aber das ist alles. Das ist alles nicht so. Naja, nee. Da kriegen wir nicht ganz so viel schönes Geld. Wir haben nur Sojakomhirse und Sojabohnen. Ach so, okay. Wir haben ja letztens alles verkauft. So, pass auf. Und zwar, wir haben hier noch Milch. Pass auf, in der Produktion haben wir noch 27.000 Liter Milch drin. Ja. Jetzt ist die Frage, aktivieren. Jetzt ist die Frage, fahren wir da die 6.000 Liter oder sowas, fahren wir die hinter? Bringt es was? Oder fahren wir die verkaufen? Oder warten wir mal noch ein bisschen und halten mal noch die Füße still? Ich würde die Füße still halten. Ja. Stimmt. Gut. Und dann gucke ich mal schnell, wie viel ist denn in der Production drin Mischfutterration? Fischmutter. So, die sind leer gelaufen. Heu brauchen wir da. Haben wir noch Heu? Müssten wir noch haben, ja. Und bei der anderen brauchen wir Heu und Silage. Warte mal, ich guck mal schnell. Wir haben aber auch schön produziert, ne, Mischfutter. Wieso? Wie viel haben wir denn? In dem einen haben wir 18.000 und in dem anderen haben wir 9.452. Ja, das ist da ein bisschen was. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wenn wir so weiter produzieren könnten, könnten wir vielleicht hier und da sogar mal Mischfutter verkaufen. Ja. Was kriegen wir denn da überhaupt dafür? Ja gut, das kannst du aber auch vergessen. 231. Da ist der Aufwand größer. Da ist der Aufwand größer als alles andere. So, aber gut, wenn wir eine Überproduktion haben, das Geld mitnehmen oder nicht mitnehmen, ist jetzt auch die Frage, ne? Ja, nur wie heute, also, nur, also, ich geh jetzt mal ein paar Schritte weiter. BGA. Eventuell brauchen wir da noch einen Kuhstall. Ja, ne gut, dann natürlich, ja. So, pass auf, Heu. Heu haben wir noch 208.000 Liter. Das heißt, ich schnapp mir jetzt mal den Ladewagen.
kannst ja auch eine Mulde schnappen. Die haben wir ja jetzt zwei. Geht mehr rein, hä? In den mit der Plane geht mehr rein, ja. In den neuen? Nee. Nee, in den alten. Ja. Ja, dann mache ich das jetzt. Gut. Perfekto. Dann machen wir das mal schön. Da füllen wir nämlich dort oben gleich mal wieder auf. Immer gleich mal wieder auf. Warte mal, wo ist denn der X8? Der müsste hinten am Silo mal nicht stehen. Davor stehen wir hier. Wir stehen erstmal hier rein wieder. Den müssen wir mal. Wir müssen unser Zeug mal waschen. Das sieht aus wie Sau alles. Und dreckig ist es auch noch. Ich könnte ja den kleinen John Deere nehmen für den großen Anhänger hier. Für die Mulde. Das könntest du mal probieren. Soll ich mal probieren? Das kannst du gerne tun. Aber ich glaube, wenn das jemand sieht aus dem Dorf, die erklären mich für bekloppt. Naja, macht das nicht auch irgendwo die Familie Jäger aus? Das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht ganz so ausführen, weiter. So, gut. Nehmen wir mal ein X8. Der X8, yeah! Zum Game. Ja, es kommen aber ganz schön Ballen raus, du. Haben wir jemals eigentlich schon den Frontlader genutzt? Ja. Für was die? Palettengabel. Ach so. So. Dann fahren wir mal hinter ins Lager und holen uns mal ein bisschen Heu ab. Los Hoyos. Holen wir uns mal ein bisschen getrocknetes Gras, hä? Ah ja. seit 1.4. darfst du ja. Aber hast du das schon... Nö. Aber hast du das schon gehört? Am Bahnhof und Flughafen und so darfst du es nicht. Da ist es verboten. Ja. Jetzt kommt überall die Verbote durch, ne? Ja, ein Schwachsinn. Wir erlauben was und die anderen verbieten es dann, weil sie ja Hausrecht haben, weißt du? Mhm. Ein Stumpfsinn. 26 Ballen sind rausgekommen. Wow. Das ist natürlich krass. Ja. Oh, jetzt tingle ich wieder hinter denen hierher. Das ist ja grauenvoll. Irgendwo fehlt Schmierfett. Ich glaube an unserem Anhänger. Schmierfett ist in allen Lebenslagen wichtig. Oh ja. Naja, jetzt stell dir mal vor, du darfst trocken. Nicht gut. Wer gut schmiert, der führt. Ach Mensch, was ist denn nun? Fahrt doch mal zu, Leute. Das ist ja furchtbar hier. Genau. Der Herr Hausmann Ebersberger lässt anfragen, wann wir am Hof wären, oder du? Du schaffst es wohl nicht, oder was? Nee, ich muss ja noch hinten die Dings machen, die Wiese. Ja. Kannst mir ja dann nachher mal erzählen, was du so erzählt hast. Ja, na, ich fahre jetzt schnell hinter ins Lager, ins städtische Lager. Lager oder was? Und ach Leute, komm, was ist denn nun? Fahr ich hier vorbei. Also das geaff.
Haut oder nein. So, also ins städtische Lager. Mhm. Und dann kann ich eigentlich zurückfahren. Also du kannst dem bestimmt sagen, so 14:15 Uhr. Dann schreibe ich den so 14:55 Uhr. Genau. Was? Er wartet also dann vorne am Gatter. Also 14:45 Uhr. Viertel nach zwei. Ja, es ist 14:45 Uhr. Glaub's nur. Kannst du glauben. Eieieiei. So. Heute ist der Verkehr aber wieder ganz schön bissig. Normal, oder? Leider, ja. So, na gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge lernen wir mal den... Wie heißt der? Herr Hausmann Ebersberger. Hausmann Ebersberger. Ja. Eieiei. Den lernen wir in der nächsten Folge kennen, meine Lieben. Lass gerne das Däumchen da. Wir machen jetzt mal schnell noch hier... das Heu rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss und ciao.